Hallo und herzlich willkommen hier bei New German Reviews. Heute mal wieder mit am Laufen, wieder heute mal wieder mit Deus Ex Mankind Divided. Und wir sind hier gerade in einer Stadt, wo ich den Namen immer noch nicht aussprechen kann. Und wir wollen mal gucken, was hinter der Tür ist. Also, wenn wir die Tür öffnen und einfach mal den Bilderrahmen öffnen und das aufmachen. Und dann fahren wir nach unten. Dieser Flüsterchip, ist der leicht zu verstecken? Du bist unterwegs zu TF-29 yep. Jetzt schon? Unsere Feinde schlafen nicht, während wir uns unsere Wunden lecken. Okay, auf dem NSN-Motherboard muss ein Datenport sein. Greif darauf zu und dann Plug and Play. Oder in dem Fall, Plug and Record. Verstanden, ich melde mich, wenn es erledigt ist. Okay. Wow. Dankeschön. So. Hi. Ich muss da oben hin. Wie komme ich da oben hin? Wo ist denn eine Treppe? Oh Mann, ich komme nicht rein. Eckt das eigentlich hier? Ich glaube nicht, ne? Ich sehe jetzt sowieso nur in 30 FPS. So. Adam, Sie haben es geschafft. Freut mich, dass Sie okay sind. Danke. Hallo Aria, ja, es war ziemlich knapp. Ich hatte Glück, viele andere nicht. Ich habe hier gearbeitet, als die ersten Berichte reinkamen. Chaos, klingelnde Telefone, schreiende Menschen. Alle wollten wissen, was passiert war, als Miller sagte, dass sie dort sind. Ich bin okay. Gut. Suchen Sie ihn? Er hat nämlich gerade zu tun. Konferenz mit Leon, glaube ich. Wirklich? Er benutzt gerade das NSN? Ja, ich habe ihn gesehen. Oh, ach ja, das hier ist für Sie. Was ist das? Die Karte für den Schießstand. Cheng hat heute früh alle Codes geändert, weil nur Leute Zugang haben sollen, die er selbst überprüft hat. Der Anschlag hat ihn panisch gemacht. Der dritte in 6 Monaten, ist das zu fassen? Ich bin wirklich froh, dass Sie okay sind. Danke, Aria. Dann überlasse ich Sie mal wieder Ihre Arbeit. Ja, ich gehe lieber wieder runter, das wird ein harter Tag. Kommen Sie vorbei, wenn Sie reden wollen. Verstanden. Okay. Dankeschön, meine Liebe. Wo ist denn jetzt hin? Da. Keine Ahnung, egal. Ich denke schon. So, gehen wir mal da vorne hin. Einmal rein da. Dankeschön. Oh, nein. Was haben wir hier? Okay. Haben wir hierfür keine Zugangskarte? Wir haben hierfür gar keine Zugangskarte. Ordentlich. Achso. Ne, ich muss den flüstern. Hier rein. Ich habe keine Zugangskarte. Warst du auf Sings Beerdigung? Nein, ich kannte ihn gar nicht. Das ist egal. Sie folgt mir. Ich glaube, Direktor Miller macht einen Fehler, wenn er alle unsere Ressourcen auf die Suche nach diesem Neuling verwendet. Ich hätte mich irgendwie fehl am Platz gefühlt. Ich komme hier erst nochmal um. Was nehmen wir mit? Ne! Geh weg! Egal, ich kann das drehen. Verklingen. Jetzt folgt sie mir. Guten Tag. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Agent? Das heißt, Sie wären zuständig für die maskierten Söldner aus Dubai. Gibt's schon Spuren? Ich bin zwar gut, Jensen, aber ich arbeite erst seit 5 Minuten daran. In 5 Minuten kann viel passieren, MacReady. Was sagt die Pathologie? Gibt es Neuigkeiten von den geborgenen Leichen? Die Reste liegen in der Station Oman auf Eis. Man hat mir gesagt, sie sind komplett sauber. Keine Abdrücke, keine Zähne, gar nichts. Mit anderen Worten, kein Schritt vor und 2 Schritte zurück. Und wir haben dabei auch noch einen guten Agenten verloren. Wir sollten für Sings Sicherheit sorgen und haben versagt. Wir haben dafür beide eine aufs Maul verdient. Das bestreite ich nicht. Gut, dann sind wir uns ja mal einig. Sollten wir uns jetzt nicht lieber um unsere Ermittlungen kümmern? Woher zum Teufel haben Sie diesen sonnigen Gemüt, MacReady? Wir sehen. Ich frage dich mal ein bisschen aus. Woher zum Teufel haben Sie nur dieses sonnige Gemüt, MacReady? Wenn Sie mehr über mich erfahren, macht uns das nicht zu Freunden, Jensen.
Aber bitte, ich bin sofort nach der Schule zur Armee, kam mit 25 zu den UKSF und 4 Jahre später zum SRR. Special Reconnaissance Regiment. Das ist eine Eliteeinheit. Und total glamourös. Immer Champagner und Limousinen. Hm. Und was war dann? Nach 12 Jahren Jagd auf Terroristen-Arschlöcher in sämtlichen Wüsten der Welt wurde mir klar, dass das Böse ständig nachwächst. Ich sah keinen Sinn mehr in unserer Arbeit. Also habe ich gekündigt. Was hat sie wieder zurückgebracht? Schicksal. Ein Werkzeug ohne Aufgabe setzt irgendwann Rost an. Und jetzt bin ich wieder hier und erfülle meine Aufgabe. Sie sind selbst ein Werkzeug. Sie müssten das verstehen. Ja, die Metapher war nicht ganz richtig. Auch wenn man den benutzt, setzt der Rost an. Wenn man ihn... Ja. Das ist, also... Just saying. Nur so. Oh man. Fahrzeug. Ja. Aber warum wurden dann die Leichen aus Dubai nach Oman gebracht? Keine Ahnung. Angeblich war Oman sauer, dass die Operation überhaupt genehmigt wurde. Kannst ihn nicht verübeln. Sie finden es nicht seltsam, dass wir bevorzugt wurden? Ich hinterfrage die Logik der hohen Tiere schon lange nicht mehr. Angeblich waren wir als einziges Team einsatzbereit. Ja, dasselbe habe ich auch gehört. Dann wissen Sie so viel wie ich. War's das? Ja, es war's. Komm, MacReady. Bleib mal ganz locker. Bleib mal ganz locker, mein Kleiner. Ich will zu gerade lustig, aber jetzt nicht. So, ich nehme eine Pistole mit. Ist der noch hier, die Liebe? Ja, das ist Agent. Falls jemand das nicht weiß, ich frage jetzt auch ein paar Leute hier mal so rum. Also da so. Also, hier war hier drin. Der liebe YouTuber namens Brammen. Ich denke, dass. Ups. 90% der Leute, die jetzt gerade gucken, die ihn kennen, hat hier drin auch eine Rolle gesprochen. Und, ich will ihn wohl hören. Ich will wissen, wer es ist. Deswegen frage ich mal hier. Also gut, die Dwelly-Familie. Das ist er nicht. Wie Sie vermutlich wissen, gehört sie zu den größten Verbrechersyndikaten in Osteuropa. Macht aber auch überall sonst zwischen Nordeuropa und dem Mittleren Osten Geschäfte. Nach bescheidenen Anfängen in der Hafenstadt Batumi in Georgien verlegten sich die Dwellys rasch vom Glücksspiel auf lukrative Geschäfte. Ich gehe mal weg. Die hat eine interessante Stimme zwar, aber juckt mich nicht. So, ich soll jetzt weg. Ich soll jetzt da hinten hin. Aber ich habe den... Fuck, ich hab nicht zugehört, ne? Flüsterschiff platzieren. Ein Flüsterschiff platzieren. Interessante Worte, Schießstand. Wo ist denn der Schießstand? Da unten. Ich habe nicht ganz zugehört, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Beziehungsweise, wie ich da in die Tür reinkomme. Die Anträge sehen und einhalten. Jens Flüster. Allerdings muss ich auf das Motherboard. Ja, ich muss da drauf zugreifen. Deswegen. Ich gehe aber erstmal dahin. Ich erkunde mich hier erstmal eben. Und guck so, was hier geht. Da kann ich auch nicht rein. Hier kann ich aber rein. Alles im Griff. Danke. Das ist super. Ups. Weißt du, da so schön, hier ist er wohnen. Wenn wir Janus schnappen wollen, müssen wir kreativ werden. Bei nichts von dem, was ihr immer hier. Okay. Ist jemand? Nein. Moment mal, wenn hier keiner ist. Ah, ich kann nicht entsperren, schade. Ah, ich kann das alles durchsuchen hier. So, wie komme ich jetzt da oben rein? Da. Kann man auf die Damentoilette gehen? Lol, kann man echt. Alter, das ist eine große Toilette. Alter. Mega. Warte mal. Kann ich hier was essen gehen?
Der ist zu schwer. Ich kann auch nichts essen. Ich kümmere mich gerade nochmal kurz um. Haben wir hier auch so eine große Flette? Hey. Das hier ist Lockdown nicht. Guten Tag. Credit Chip. Wait. PDA. Oh shit, Moment. Da will ich mal eben nachgucken, ob das bei der Toilette hier auch ist. Auch wenn es eine Darmtoilette ist. Aber wenn hier Geld liegen kann und ein PDA, gucke ich hier doch mal eben nach. Hier liegt aber nichts. Warum liegt hier nichts? Ja, Schmerzmittel, geil. Kann ich noch wieder ausschauen? Keine Ahnung. Boah, die Dinger sind so behindert. Die Handtrockner mit Luft, die sind so beschissen. Kannst du so eine Tonne kloppen? Jakarta ist im Moment echt kein Spaß. Oh. Oh, Moment mal. Da muss ich jetzt wahrscheinlich drunter her, oder? Und dann da in den Schacht und dann irgendwie geht er bestimmt hoch. Oh, gut, dass ich gesehen habe. Nein, jetzt bin ich aber nur da oben drin. Ah, da habe ich die Zugangskarte und die Stealth-Software. Kann ich hier irgendwas hacken? Moment mal, ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Just saying. Ich speichere mal mit hier. Dann speichere ich mal eben kurz. Okay, ich muss auf zwei Dinger, das wird easy. Komm on, komm on, komm on. Yes! Huh. Aha! Nice! Ich habe Passwörter ge. Diese Nachricht wurde automatisch erstellt. Neue Passwörter. Cheng Peter, Mercury Dukin und Vincent Black. Gut, dass ich die alle falsch schon vorgelesen habe. Beziehungsweise aus den letzten. So. Den Nuka-Virus. Okay, hier habe ich wieder zwei. Das wird schwer. Jetzt habe ich echt ein Nuka-Virus benutzt. Jetzt habe ich den echt benutzt, ich Idiot. Ich will eigentlich nur da dran. Warum ich da dran will, ist ganz einfach. Weil ich Passwörter herausfinden möchte. Eigentlich ist Jason nicht so ein Arsch. Aber ich bin jetzt ein Arsch. Ich möchte wissen, was hier vor sich geht. Na komm. Und genau jetzt. So. Übernehmen. Verstärken. Übernehmen. Guck, so leicht ist es so ein Nuka. Okay. Der neue Code ist aktiviert. Ich habe Selina um Überprüfung gebeten, ob mit der Lavawelle auch alles okay ist. Sie wird also dich bald besuchen. Okay, da haben wir immer was Neues. Tastenfeldcode. Okay, cool. So, gehen wir aber jetzt erstmal eben hoch. Und, gehen da zur Tür. Hier, zack. Gut, ich habe ihn hier mitgenommen. Rein da. So, hier kann ich es einmal hacken. Das muss ich auch hacken. Wo geht der Lüftungsschacht hin? Kann ich hier gar nicht gucken, übrigens. Oh, holy shit. Nein, ich gehe jetzt erstmal hier lang.
So, und ich merke gerade, dass ich es falsch markiert habe. Ich möchte einmal da das hier markieren. Was habe ich hier? Okay. Den hacke ich einmal. Ah, gesperrt. JJKP. Kann ich jetzt eigentlich auf das Tour? Nein, kann ich nicht übrigens. OXZ. Das ist eine amerikanische Tastatur. Just saying. 4774. Enter. Oh, lol. Ups. So. JJ. K. P. O. X. Z. 774. Dankeschön. Login ist nicht korrekt gelöscht. Es gibt aktuell eine Merkwürdigkeit im NSN. Ursprünglich, oder? Bis so weiter sind zumindest mal eine Session. Okay. Nichts Besonderes. Hier haben wir ein Motherboard. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Ich muss das Lockpick. Natürlich nicht. Hm. Ich muss da rein. Okay, ich muss noch was rausfinden. Komme ich hier rein? Hier komme ich ja auch rein, oder nicht? Ah, Jamie Müllers Karte. Mhm. Aber ich kann erstmal zum Schießstand gehen. Und ich kann, glaube ich, auch direkt erstmal die Folge beenden. Ja. Ich beende jetzt die Folge, gehe jetzt in der nächsten Folge zum Schießstand. Und werde mich hier einfach mal umgucken. Ich werde einfach mal das machen, worauf ich gerade Lust habe. Wenn es nicht interessant ist, dann ist es nicht interessant, egal. Ich werde jetzt mich hier erstmal umgucken. Und ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch und so weiter und so fort. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.